Der EC Red Bull Salzburg zu Gast bei den 99ers in Graz. Im ersten Viertelfinalduell haben sich die Grazer nach dem 0:3 als vermeintlich richtiger Pick der Salzburger erwiesen. Nun will man das Gegenteil beweisen. Nicht mit dabei beim Heimteam ist Kyle Beach. Aus sportlichen Gründen gibt Coach Doug Mason seinem Top-Torschützen eine Pause. Zunächst merkt man der Grazer Offensive den personellen Verzicht aber so gar nicht an. Der Grazer Piermann kommt an die Scheibe, setzt diese aber am langen Eck vorbei. 9. Spielminute, Starkbaum, im Salzburger Tor ein erstes Mal gefordert. Dann die Salzburger. Bill Thomas wird von der Grazer Defensive völlig vergessen, am Ende aber bleibt Dame im Kasten der 99ers Sieger. Thomas hat alle Zeit der Welt, sich die Ecke auszusuchen. Vielleicht etwas zu viel. Es bleibt bis zur ersten Pause torlos. Mit torlosen Angriffen sollte im zweiten Drittel dann aber Schluss sein. Olsen auf Viveiros und der bringt die Gäste in Führung. 25 Minuten sind gespielt, von den beiden starken Goalies auf dem Eis ist es Sebastian Dahm, der durch den platzierten Abschluss von Viveiros ein erstes Mal geschlagen ist. 27. Spielminute. Woger macht sich auf die Reise. Woger umkurvt die Salzburger Verteidigung, zieht ab und mit dem Rebound trifft Boywin zum Ausgleich. Die Grazer haben den Konter auf den Rückstand im Köcher. Michael Boywin staubt ab zum 1:1 für die 99ers. Bulli auf der Gegenseite. Den entscheidet Salzburg für sich. Hughes legt zurück auf Heinrich, der an die Stange, Thomas Raffel, der Vollstrecker. Kurz nach dem Grazer Ausgleich geht Salzburg wieder in Führung. Raffel im Glück, dass ihm die Scheibe vor den Stock fällt. Das Tor an sich aus dieser Position eine leichte Übung. 29 Minuten gespielt, 2:1 aus Sicht der Salzburger. Dann beweist Red Bull Kombinationsstärke. Hochkofler, Christler und Tratnik überrumpeln die Grazer im Umschaltspiel. Tratnik, das letzte Glied einer tollen Passstaffette. 3:1 für Salzburg. Gefühlt hat der Grazer Ausgleich eher den Salzburgern geholfen. Setzingers Backcheck zu spät. Salzburg nützt die 2:3-Situation perfekt aus. Der gebürtige Grazer Tratnik ins Tor. Kurz vor der zweiten Pause wieder glänzt Salzburg mit einer Mischung aus Tempo und Ruhe an der Scheibe. Dann kommt der Puck zu Bill Thomas und der zum 4:1. Salzburg baut seine Führung aus. Zuerst zweimal mit einem Kontakt, Bill Thomas mit zwei Kontakten, der zweite sitzt und Dahm im Tor der Grazer ist bedient. Graz muss sich in der Pause erst einmal schütteln, vor allem bei Oliver Setzinger zeigt das Wirkung. Setzinger kommt zum Abschluss, Starkbaum hält den 3-Tore-Abstand aber fest. Wenn bei Graz noch etwas geht, dann über Oliver Setzinger, dem heute sein Offensivpartner Kyle Beach augenscheinlich fehlt. Wieder die Grazer im Angriff. Setzinger tanzt hier die Salzburger Defensive alleine aus. Aber am Ende kann der Starkbaum erneut nicht bezwingen. Somit entscheidet Red Bull Salzburg auch das zweite Viertelfinalduell mit den Grazern für sich und untermauert seine Favoritenrolle. Durch das 4:1 gehen die Salzburger in der Best-of-7-Serie mit 2:0 in Führung. Ich glaube, dass die Grazer, die haben eine sehr gute Mannschaft, die sind sehr stark aus der Kabine gekommen im ersten Drittel. Die haben viel Druck gemacht und wir haben stabil in der Defensive gestanden. Und dann im zweiten Drittel haben wir ein bisschen mehr unser Spiel gefunden und die Tore geschossen. Und dann im letzten Drittel haben wir versucht, ein bisschen Kraft zu sparen für das nächste Spiel. Aber Graz hat eine sehr gute Mannschaft, sehr talentiert und auch Starkbaum hat gut gehalten heute, sehr gut. Wir werden gegen Salzburg nicht 20 Chancen kriegen. Wir werden wahrscheinlich bei 8, 9, 10 bleiben. Und die Hälfte muss halt rein, wenn wir mal gewinnen wollen. Aber das haben wir auch gewusst von Anfang an. Und für uns gibt es kein Jammern. Wir wissen, dass wir eine Chance haben zu gewinnen, wenn alles passt. Und ja, wir müssen sicher Schaufel dazulegen. Und das ist jeder von uns. Weil egal, ob jetzt dann 3, 4 besser spielen, es funktioniert. Und entweder sind es alle 20 oder wir werden wahrscheinlich nicht gewinnen. Bis die 1:1 wird aber super gespielt. Es gibt viel Energie in die Jungs. Wir haben gut gelaufen. Die Scheibe hat gut gearbeitet. Und
die zweite und die dritte Gegentor. Das war natürlich ein bisschen Luft aus den Reifen.